Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid, Freunde. Es gibt viele verrückte Fighter auf dieser Welt, aber Rod Tang ist wahrscheinlich mit einer der verrücktesten, den die ganze Welt jemals gesehen hat. Der Typ ist ein Cyborg, eine Maschine, unbeschreiblich eigentlich. Und ich möchte gemeinsam mit euch mal auf ein paar Highlights von dem Typen heute reagieren und ich verspreche es euch, falls ihr den Typen noch nicht gekannt habt, dann werdet ihr ihn ab jetzt liegen. Bevor wir jetzt aber loslegen, gibt es erstmal 5 Sekunden Werbung für die bald beste Kampfsportmarke der Welt. Am 14. Januar um 18 Uhr startet der Verkauf unserer ersten Ringlife-Kollektion und auf rglf.com könnt ihr euch jetzt schon dafür registrieren. Der gute Mann hier, das ist Rod Tang. Kurze Information zu ihm, er ist 25 Jahre alt und hat irgendwie, glaube ich, schon 310 Kämpfe bestritten und davon 270 gewonnen. Der Typ ist eine absolute Maschine, aber das werdet ihr jetzt sehen. Wir legen los, aber passt auf, weil der erste Clip ist schon echt verrückt. Great debut for ba, ba, bu, ba. Ey, der Typ ist ein Psychopath, das muss man sich nochmal anschauen. Schaut euch das mal an. 5 Treffer, eiskalt. Direkt auf die Fresse, 2, 3 Treffer davon, hinten unter dem Ohr, an den Kiefer, direkt auf das Ohr. Treffer, bei denen normalerweise andere Leute zusammenklappen und er schüttelt das Ding hier ab und macht ein bisschen Rambazamba und sagt dem Gegner, komm, gib mal ein bisschen mehr. Und schaut euch einfach mal das Gesicht von seinem Gegner an. Stellt euch einfach mal vor, ihr haut dem Gegner ohne Deckung 5 der besten Treffer, die ihr habt, voll auf die Fresse und er macht sich lustig über euch und sagt, komm, gib mir noch ein bisschen mehr, weil das war mir noch nicht hart genug. Ey, diese Muay Thai Fighter, ne, diese Thais, das sind wirklich mit die härtesten Typen, die man irgendwo auch nur finden kann. Ich feiere die Jungs einfach nur extrem. Die haben pures Kämpferherz, sind richtig, richtig hart im Nehmen. Die Thais sind eine ganz, ganz eigene, spezielle Sorte von Fightern, ehrlich. Bam, bam, bam. Und der Typ ist auch noch so explosiv, man. Schaut ihn euch an, das ist ein kleiner Panzer. Der Typ ist knapp 1,70 Meter groß und wiegt, glaube ich, 60 irgendwas Kilogramm, ne? Das ist ein richtig kleiner, kompakter Panzer. Und der ist so verdammt explosiv. Wenn er mal loslegt, ne? Bam, 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 bam. Die Kombinationen, die kommen alle so richtig knackig. Da ist keine Hand dabei, die nur so ein bisschen zum Abtasten ist oder so. Jede Hand, voll durch den Gegner hindurch. Hä? Der frisst einfach den Fuß von seinem Gegner hier gerade. Richtig schön an den Nacken, an den Kiefer. Nochmal, ein Tritt. So, genau so habe ich schon oft gesehen, dass einige eiskalt zusammengeklappt sind. Er frisst dieses Ding nur und es ist ihm absolut egal einfach. Boom. Und bleibt stehen. Hat sich nicht mal einen Millimeter bewegt. Seine Füße, als wäre der angewurzelt am Boden. Nicht einen Millimeter zur Seite gegangen oder so. Nicht mal nach hinten gewichen. Ich weiß nicht, was du dem für ein Monster entgegenstellen musst, damit du den nach hinten drückst. Der kennt nur einen Vorwärtsgang, ja? Good cover up though, and the counters. Nice return from Kalilov. Some showboating here from Rod Tang. In Thailand ist es ja so, die ganzen, die fangen ja schon extrem jung an mit dem Kämpfen, ne? Der hat seinen allerersten Muay Thai Kampf schon mit 8 Jahren gemacht, damals um seine Familie zu ernähren. Also in Thailand ist es traditionell ganz normal, dass junge, also Jungs, ne, kleine Jungs mit 7, 8 Jahren oder so, schon richtige Kämpfe machen, Kinderkämpfe, auf die man mit Geld wetten kann und wo die dann auch richtig Gage bekommen. Natürlich nicht so viel, aber gerade genug, damit sie ihre Familie vielleicht ein bisschen finanzieren können. Ihr müsst euch vorstellen, jeder kleine Junge gefühlt in Thailand ist ein Fighter. Das ist halt verrückt, weil die kämpfen wirklich, die kämpfen hunderte Male. Dass jemand 300 Kämpfe hat, da denkst du dir hier so, oh mein Gott, 300 Kämpfe, was ist das? Das ist ja nicht normal, das muss ein Weltrekord sein. Nein, da drüben ist es wirklich schon fast Standard, dass man so viele Kämpfe hat. Ehrlich, das ist unnormal. Ein anderer Fighter, den ich früher extrem gefeiert habe, war Buakar. Der Junge, den Typen habe ich so gefeiert. Das ist quasi noch eine bisschen größere, schwerere Version von Rod Tang gewesen früher. Eine absolute Muay Thai-Legende. Kämpft jetzt demnächst auch bei Bare Knuckle Fighting Championship gegen Senchai. Eine andere absolute Muay Thai-Legende. Muay Thai auf jeden Fall auch ein Sport, den ich extrem feiere. Ich verfolge den ab und zu mal immer ein bisschen so, schaue mir ein paar Kämpfe an. Bin nicht so tief in der Materie drin, aber ich feiere den extrem. Und mit was für einer Gelassenheit, diese Seelenruhe. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, aber ich habe selten, egal welcher Kampfsport, egal welcher Fighter, jemanden gesehen, der eine derartige Ruhe in sich hat in einem Kampf
vor einem Hunderttausenden, Millionen Publikum, was weiß ich was. Es gibt einen Fighter, der genauso war im Boxen, und zwar war das damals James Toney. Wenn James Toney gekämpft hat, du hast niemals gesehen, dass er gerade in einem Kampf ist. Es sah ehrlich so aus, so als ob er, keine Ahnung, der spielt gerade Schach mit jemandem. Da stand er so vor dem Gegner, der hat gerade drei, vier, fünf unfassbar harte Hände auf ihn geworfen. Er hat das alles blockiert und sah trotzdem genauso aus wie ich, wenn ich irgendwie gerade am Strand liege und einen Cocktail sippe. Komplett tiefenentspannt. Wenn man sich das so anschaut, denkt man ehrlich, der Typ muss unmöglich auszunocken sein. Der Typ muss wohl noch nie in einem Gym oder im Sparring, in einem Kampf ausgenockt oder runtergehauen worden sein, weil so ein Selbstbewusstsein, was er da an den Tag legt, was für ein guter Treffer, den die beiden gerade ausgeteilt haben. Der muss ja zu 1 Million% davon überzeugt sein, dass er einfach nicht Knockout gehen kann. Tatsächlich ist er aber schon mal Knockout gegangen, schon einige Jahre her. Da ist er mal in der letzten Runde von dem Kampf in so einen Ellbogen reingelaufen und ist zu Boden gegangen. Viele Leute erholen sich niemals nach so einem Knockout. Wenn die einmal ausgenockt wurden, die kommen nie wieder zurück an den Höhepunkt ihrer Karriere teilweise, weil die immer Angst davor haben, dann wieder ausgenockt zu werden. Bei Rod Tang, ganz anderer Film. Der juckt es gar nicht. Der marschiert, obwohl er schon mal ausgenockt wurde, marschiert er auf die Gegner hinzu, als ob es absolut unmöglich wäre, ihn auszunocken. Wirklich, der hat ein Selbstbewusstsein, das findest du nicht so oft in irgendeinem anderen Fighter wieder. Da, boom, frisst hier erstmal den Ellbogen als Antwort und gib dem Typen direkt nochmal zwei harte Hände zurück. Ba, 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 boom, bats, da hat er ihn schön zu, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der sieht gerade aus wie Freezer kurz vor seiner Verwandlung, Junge. Wenn in 5000 Jahren irgendwelche Leute seinen Schädel finden und den ausgraben, denken die ehrlich, ja, da waren schon mal Aliens auf dem Planeten unterwegs. Oh, ja, uff, da kassiert er nochmal ein paar harte Hände. Boom, und dann gibt er ihn erstmal einen Sparta 300 Kick. Setz dich schön hin, Junge. Zack, Mann, nimm Platz. Wie er am Wackeln ist. Er Stück für Stück bricht er die Gegner halt einfach, ne? Das ist wie so ein Holzfäller. Er hackt einmal drauf, er hackt zweimal drauf, er hackt dreimal drauf. Auch wenn er 100-mal draufhacken muss, irgendwann fällt der Baum. Und so kann man quasi den Kampfstil von ihm auch beschreiben. Permanenter Druck, draufhacken, bis der Gegner umfällt. Ich feiere den Typen unglaublich und ich bin mir jetzt auch sicher, dass einige von euch da draußen genauso auf den Typen hängen geblieben sind und in Zukunft noch ein paar Kämpfe von ihm verfolgen werden. Schreibt mir auf jeden Fall mal kurz eure Meinung zu dem Typen in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr zu ihm zu sagen habt. Das war's jetzt schon mit dem Video, Freunde. Vergesst nicht, am 14. Januar kommt der erste Drop der Ringlife-Kollektion um 18 Uhr auf rglf.com online. Hier ist noch ein weiteres Video, das euch gefallen könnte und wir sehen uns dann schon im nächsten. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.